So, wir arbeiten gleich weiter hier in der nächsten Folge Modelbilder an unseren Drachen. Wir sind jetzt bei Schritt 5 und gucken mal, wie es weitergeht. Ach, jetzt muss natürlich noch der Felsen ein bisschen auch gealtert werden. Da waren wir ja auch in der letzten Folge schon fleißig dabei, hier so ein bisschen Alterungen vorzunehmen. Aber das gefällt mir gut, das hier schön so weiß strukturiert zu machen. Und dann nochmal hier die Kanten hervorheben. Natürlich hier oben das gleiche. Meistens sieht das oben aus wie aufgesetzt. Und das wollen wir ja nicht. Wir können gerne noch ein bisschen mehr Farbe rein. Hier ebenfalls. So, und hier wieder ein bisschen Schatten. Schatten reinbringen. Und das gleiche hier unten auch noch. Und schon sieht es nicht mehr ganz so nach Druckgussplaster aus. Was möchte er jetzt von mir? Er möchte hier gerne ein bisschen, dass das nicht so einheitlich aussieht. Okay. Ich verstehe, glaube ich zumindest. So. Ah, guck mal, jetzt fängt das Ganze auch an, ein bisschen zu glänzen. Es glänzt hier unser Drache. Natürlich auch von unten, auch wenn man es nicht unbedingt sieht. Sollte schon alles ein einheitliches Bild ergeben. Verrückt. Glänzt da wie so eine Speckschwarte. So. Und jetzt nochmal das Ganze hier ein bisschen, wenn ich das richtig sehe, mit den Spitzen machen. Und hier so ein bisschen mit den Kanten. Ach, das ist ja eine Sisyphus-Arbeit. Ich glaube, das ist so ein auch, zählt das zu Entspannungsspielen, wenn man abends einfach so ein bisschen an seinem Modell rumbastelt. Wobei ich das ja dann doch lieber gerne in echt machen würde. Aber es hat halt auch nicht jeder Platz für so eine schöne Werkstatt oder Werkbank. Das muss man da auch dazu sagen. Okay, jetzt verbinden wir schon 1 und 2. Na dann nehmen wir mal A1 hier. Packen uns das hier hin. Nehmen A2 und setzen es drauf. Okay, jetzt geht es erstmal weiter mit Kleinkram. Also der muss dann da dran, aber wir gestalten ihn erstmal farblich. Rot und Gold. Und ich denke mal, der wird jetzt auch noch ein bisschen, ja, soll oben ein bisschen gelb werden. Also die Airbrush-Pistole geschnappt. Sagen so bis auf die Höhe. Da machen wir hier so ein bisschen Zickzack drumrum, dass das aussieht, als ob es langsam da rein überläuft. Wir können auch, ich sehe gerade, die Deckkraft einfach erhöhen. Ja. So geht das doch schon deutlich schöner und natürlich auch ein bisschen größer machen. Können wir ein bisschen flächiger arbeiten. Man sieht das ja auch auf dem Beispielbild, das muss nicht perfekt sein. Natürlich hier das Rot hätte ich schon ganz gern noch gelb. So bis auf die Höhe ungefähr. So, hier oben das Rot natürlich noch ein bisschen weg. Hier, wo noch was ist. Und dann so ein ganz kleines bisschen nach unten. Dass es aussieht, wie als ob da so langsam Flammen nach oben entstehen. Und dann müssen wir hier noch ein bisschen. Aber hier brauchen wir weniger Deckkraft. Eieieiei. Da habe ich nicht dran gedacht.
Aber wir wollen ja nicht, dass der hier komplett Farbe bekommt, sondern nur so ein bisschen Akzente setzen. Jetzt kommt hier wieder der Trockenpinsel zum Einsatz. Das Ganze noch ein bisschen gealtert. Und wieder schön glänzend gemacht. Und hier vorne wird auch noch ein bisschen Akzente gesetzt. Guck mal, jetzt sieht das doch schon aus, als ob da die Flammen so hochschlagen an den Kanten, so dass sich das so nach oben entwickelt. Aber er scheint noch nicht zufrieden zu sein hier. Es zählt noch nicht als fertig, obwohl ich ja grün schon fertig habe. Mich jetzt mal interessieren, was noch fehlt. Weil das haben wir ja auch hier komplett erledigt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt hier irgendwo noch großartig was fehlt. Ach, da sollte auch hier noch mal was rüber. Okay. So, und jetzt müssen wir das Ganze hier mit unseren Sockel verbinden. Da. Und plupp. Aha, ein bisschen den Übergang, das müssen wir dann definitiv machen. Das könnten wir auch eigentlich gleich machen. Wir haben doch hier mit Airbrush das gemacht. Aber mit einer anderen Farbe. Habe ich hier eine Pipettenfunktion? Das ist nicht die Farbe. Die. Auf jeden Fall klein. Um mal zu gucken. Ich glaube, das war die. Ja. Es wird doch so ein bisschen grünlich. Ja. Ja, das war die Farbe. Nur, dass wir das hier noch so ein bisschen wenigstens den Übergang anpassen. So. Jetzt kommt das Teil, was wir zu früh bearbeitet haben. So, das kann ja jetzt schon mal da drauf. Dann ist es nämlich gleich fertig, weil das haben wir ja schon gemacht. Das ist das, was wir ja auch schon erledigt haben. So zu 90%. Wir kontrollieren mal. Wer sich an die letzte Folge erinnern kann, ich war da ein bisschen vorschnell. Ja, hier oben muss noch ein bisschen. Können wir auch ein bisschen. Ne, Deckkraft ist schon maximal, das passt. Wollte gerade sagen, können wir so ein bisschen die Deckkraft erhöhen, aber ja. Das macht auch nicht so richtig Sinn. Gut. Jetzt müssen wir den oberen Stein nochmal wieder ein bisschen anpassen. Okay, das macht auch Sinn. Das muss gemacht werden, definitiv. So, alles schön. Altern hier. Machen wir noch so ein bisschen weiß wieder. Vor allen Dingen hier, wo wir eh schon ein bisschen mit mehr Weiß gearbeitet hatten. So, und hier hätte ich jetzt auch gerne noch ein bisschen dunkel. So. Als nächstes kommt der nächste Teil des Drachens und ich sehe, das wird das gleiche Spiel nochmal. Das müsste ja dann das sein. Nee, halt, das ist ganz oben. Da muss es noch eins davor geben. Oder? Weil das ist ja dann oben ein Zweier. Ja, halt, ich habe
Ich habe oben einen Zweier, das ist das Stückchen. Ja, genau, das ist das Stückchen. Dann kommen wir jetzt zu den Füßen. Steht hier auch immer noch mal irgendwo welches Teil? A6, ach, okay. A4. Das hier ist A6, das Beinchen. Gut, das wird jetzt erstmal eingefärbt. So. Und ich gehe davon aus, ja. Natürlich, wie das gesamte Tierchen, wird auch das Beinchen schön glänzend gemacht. So. Das müsste ja dann das andere Bein sein. Genau. Jetzt haben wir die A7. So, lasst mich raten. Genau. Wir machen das Ganze auch golden. Sehr schön. Glänzt wie eine Speckschwarte. Und jetzt bauen wir an A3. Was wir jetzt nun schon hier dran haben. Die Füßchen an. Halt, da kommt das da dran und das hier oben dran. Na, jetzt klettert doch, jetzt klettert der Kollege doch schon da dran hoch. Gut, das Teil draufgesetzt, das haben wir schon gemacht, deswegen haben wir auch einen grünen Balken. Und jetzt kommen wir zum farblichen Gestalten von diesem Teil. Einmal so. Dann so, dann grün. Ha, mittlerweile kenne ich auch schon den Ablauf. Die Airbrush-Pistole wieder ansetzen. Also tatsächlich macht mir so ein Auto, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß als sowas hier. Vielleicht kommen ja noch coole Raketenmodelle oder irgend sowas. Das wäre ja echt witzig. Ich habe im Übrigen auch keine Ahnung, wie viele Folgen dieses Let's Play umfassen wird, weil das ist so ein Spiel, das kannst du quasi endlos spielen. Also da bin ich mir noch echt nicht sicher, ob das vielleicht wirklich nur 5 Folgen werden, 10 Folgen werden, 20 Folgen werden. Ich glaube, das hängt von meiner Motivation ab. Klar, man kann sagen, man spielt es durch, alle Modelle, aber es soll ja auch ein bisschen einladen, ein Let's Play selber das Spiel mal zu spielen. Und gerade bei sowas muss es gar nicht ins Unendliche gehen. Außer ihr schreibt, boah, das ist mega cool, ich liebe dieses Let's Play von dir. Bitte, 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 bitte macht das ganz lange weiter. Dann können wir natürlich drüber reden. So. Jetzt kommt hier wieder meine Alterungsarbeit. Dass das Ganze auch aussieht wie ein Steinchen. Könnte man, glaube ich, sogar mal die Deckkraft ein bisschen erhöhen hier oben, bis es schön dunkel wird. Ja, so. Und jetzt hätte ich das gerne noch hier, wo so viel weiß ist, dass das so ein bisschen wie Licht und Schatten wirkt. Ich glaube, damit kann ich leben. Natürlich darf es auch wieder glänzen wie eine Speckschwarte, das Teil. Einmal auf der einen Seite, einmal auf der anderen Seite. Und von unten natürlich auch ein bisschen. So. Gleiches gilt auch wieder für hier. Die Spitzen, denen ein bisschen Leben einhauchen. Ich glaube, man könnte sich da auch richtig viel Zeit nehmen. Wenn man wirklich sagt, ich lasse das jetzt ganz in Ruhe angehen, mache so jeden Tag 1-2 Teile, quasi so ein bisschen wie in echt und versuche die komplett auszuarbeiten. Es gibt sicher Leute, die machen sowas. Ich kann das nicht. So. Und Deckel drauf. Ha. Der Übergang hier, das gefällt mir nicht so richtig. Das müssen wir mal noch. Alt. Das ist doch ein anderes Grün. Das war doch das Grün. Das müssen wir hier mal noch ein bisschen
es wenigstens wie so ein Übergang aussieht. So. Das Schwanzteil, das müsste jetzt das hier sein. Genau. Och, lasst mich raten. Das wird grün. Das wird Gold. Das ist wirklich Fleißarbeit hier. Und dann mit der Brush-Pistole. Einmal das Ganze wieder verbinden. Mich würde echt mal interessieren, schreibt es doch mal in die Kommentare, wenn sie diesen Zeitpunkt des Videos noch irgendjemand außer eventuell meiner Freundin das Video guckt. Das wäre schon mal interessant zu wissen. Wie ich hier voller Hingabe diesen Drachen zusammenbastel. So, aber ich möchte ja gerne den Shop dann sehen, was es da alles an Modellen gibt. Deswegen, das ist mir ja sehr, sehr wichtig. Also diesen Zustand in den Let's Play müssen wir auf jeden Fall erreichen. So, jetzt wird er wieder zur Speckschwarte hier. Glänzt er wieder. Können wir doch aber eigentlich auch, ist schon die maximale Größe. Na gut, wir müssen ja auch hier wirklich nur schnell drüber. Ich sehe auch hier schon die Anschlüsschen für die anderen Beine. Damit geht's jetzt weiter. Nee, noch nicht dran. Wir machen das mal schön der Reihe nach. Krallen. Fuß. Ball. So, erstmal hier schön ein bisschen glänzen lassen das Ganze. Ruhig wieder schön von allen Seiten. Und dann hier so einen hellen Lichtpunkt draufsetzen. Mit dem mal so ein bisschen auszuarbeiten, den Punkt, dass er nach außen schwächer wird. So, dann hier relativ schnell bewegen. Ja, doch, doch, ich glaube, das passt so. Das andere Ärmchen. Wo haben wir denn das andere Ärmchen? Das ist der Kopf. Uns fehlt ein Arm. Hätten wir vielleicht einen von denen noch nicht dran bauen sollen? Wir machen mal das und den da dran. Ne, einer fehlt noch. Ach, das ist der, das ist nur sehr bescheiden dargestellt. Okay. Na dann erstmal anmalen und dann glitzern lassen. Bis in die Fingerspitzen hier. So. Und jetzt können wir auch das Ding nehmen, uns zurechtdrehen und hier den Kollegen dran setzen. Oh, und jetzt sogar hier oben drauf bauen schon. Stellen wir uns mal hin. Bup. Ja, es ist halt noch, hat noch ein bisschen ein Kopfproblem. Was wir jetzt aber lösen werden. Na, noch nicht dran bauen. Ich will den mal schön einzeln machen. So, erstmal, na, nicht die Haare hier. Das Ohreninnere und das. Das und die zwei Hörnchen. Da kommen ja dann auch richtige Hörner drauf. Das so. Blaue Augen. Doch, ja, hier ist ja auch die Nase auch so. Kann sein, dass das dann irgendwie mit Airbrush noch ein bisschen geregelt wird. Natürlich Zähnchen und den Rachenraum tauchen wir komplett in Rot. Ich denke mal, jetzt kommt die Feinarbeit. Das dachte ich mir schon. Erstmal hier mit Airbrush quasi der Anschluss an den Rest gemacht. Da würde ich jetzt aber gerne hier wieder ein bisschen mit dem Sprühmodus hochgehen. Weil sonst dauert das ja so lange.
Seite rein. So sieht das, glaube ich, ganz cool aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt muss man hier... da brauchen wir wieder eine kleinere Größe. Sowas von. Aber mehr Deckkraft. Hier ist mehr Deckkraft wieder okay. Schön vorsichtig, wir wollen jetzt den Rest vom Drachen hier so aus... ich wollte gerade sagen, so aus Versehen ansprühen. Ach Mensch, Michel. Das ist jetzt wirklich hier eine Sisyphus-Arbeit. La la la. Normalerweise könnte man, glaube ich, dieses Let's Play so schneiden, dass man hier dann immer diese Bastelsachen quasi per Timelapse vorlaufen lässt und dann das fertige Ergebnis zeigt. Wobei, ich sag mal, ihr habt mit diesem Let's Play angefangen, also ihr wollt das ja sehen. Das passt schon. Guck mal, wir haben doch jetzt gleich wieder eine Seite hiervon fertig. Und das ist ja eh so ein brennender Drache, wie auch immer. Sprich, das muss gar nicht perfekt sein. So, das Ohreninnere habe ich ganz vergessen. So, dann kann das hier noch so bis vorgehen. Ich finde die musikalische Untermalung hier ganz interessant. So, das Ganze schön hier auch noch in ein sanftes Gelb tauchen. Nochmal von hinten, dass das alles auch irgendwie Sinn ergibt. Weil wenn du es nur vorne machst, sieht es halt wirklich sehr angemalt aus. Auf der anderen Seite hat man halt nicht so viel gesehen, da war das nicht so wichtig. Aber hier muss wenigstens so ein bisschen von hinten das auch zu sehen sein. So, nach unten wird das ja dann weniger. Haben wir ja gerade schon gesehen. Bisschen so. Aber ich glaube mir, dass die andere Seite gefällt mir besser, die ich da gebaut habe. Die Verbindung geschaffen. Ja, der brennt irgendwie auf der Seite mehr als auf der. Das ist irgendwie nicht so cool. Egal. Oh. Eukleins. Ich glaube, ich mache einfach nur jeweils so einen Punkt. Ich glaube tatsächlich, das sieht am besten aus. Ja, definitiv. Ach, wir machen wieder alles glitzernd. So. So, ein bisschen hinter den Ohren noch. Und natürlich die Ohren. Und hier so ein bisschen die Gesichtszüge entlang fahren. Hier sind jetzt auch noch so ein paar Details. Okay. Damals auch ziemlich großen Gelbanteil hier. Egal. Jetzt kommen die Hörnerchen dran. Nummer 1. Ich gehe mal davon aus, dass es auch wieder färben und dann irgendwie altern. Ja, in dem Fall braune Spitzen basteln. Schön von allen Seiten. Können wir auch, glaube ich, wieder ein bisschen mit der Deckkraft hochgehen, dann macht sich das besser. So. Immer schön von der Seite. Halt, hier müssen wir noch ein bisschen. Bisschen nacharbeiten müssen wir noch. Ich sehe auch gerade, es ist schon eine sehr lange Folge. Aber ich würde gerne in dieser Folge den Drachen fertig kriegen. Also ich möchte euch da jetzt nicht unbedingt noch eine Folge antun und sagen, bis zur nächsten Folge, sondern wir bringen das jetzt hier zu Ende, was wir angefangen haben.
Und das Ganze kommt dann sicherlich nochmal. Genau. Wer hätte es gedacht? Es gibt nicht nur eine Seite. So, einmal ranzoomen. Bitte die Deckkraft erhöhen. Aber wir können das vielleicht uns ein bisschen einfacher machen. Indem wir jetzt erstmal hier so. Das Ganze so machen. Und danach arbeiten wir einfach die andere Seite nach. Mal hier so ein bisschen, einfach so. Das Gute ist, der wählt halt immer das Haupt quasi Objekt aus, wo man gerade drauf ist. Also er sprüht nicht dahinter alles voll, was es schon bedeutend einfacher macht. Ich muss nur zwischendurch jetzt mal hier einen kleinen Schluck Kaffee nehmen, weil von dem ganzen Gequatsche wird der Mund ganz schön trocken. Es macht übrigens sehr viel Spaß. Ich nehme noch ein Schlückchen. Mal wieder ein Let's Play aufzunehmen. Auch wenn das nur so was Kleines, Lustiges ist, aber das ist ja völlig egal. Ich habe erst überlegt, ob ich mit Bioshock 3 anfange, das übrigens auch auf diesem Kanal definitiv noch kommen wird. Aber da ich noch nicht ganz genau weiß, wie ich in nächster Zeit dann Zeit habe und so und auch wieder Demos aufnehmen möchte, dachte ich mir, dann mache ich einfach mal dieses kleine Let's Play hier. Vielleicht nehme ich morgen noch ein paar Folgen auf. Ich meine, es ist jetzt immer noch die erste Aufnahmesession. Und es wird, glaube ich, auch kein elendlanges Let's Play, aber es macht sehr viel Spaß. Es ist mal was anderes. Okay. Aber kommen wir hier wieder zurück zum Modell. Wir dürfen jetzt den Kopf zusammenbauen. Ha! So, na dann, bauen wir mal die Dinger drauf. Ja. Eine Mischung aus Hirsch und Drachen. Und jetzt dürfen wir sogar den Kopf hier dran setzen. Verrückt. Zack. Und als letztes kommt jetzt noch das. Ja, wohin? Ach hier. Der Schnurrbart. So, das dürfen wir nur nicht verkacken hier. Nicht, dass wir auf einmal hier sowas bauen. Sehr schön. Die Enden müssen jetzt noch ein bisschen geairbrushed werden. So. Ein bisschen eine kleinere Größe, bitte. Danke. Also der hat ziemlich weit rein gearbeitet. Ich glaube, ich gar nicht machen. Okay, das Teil vorher zu machen wäre definitiv sinniger gewesen. Da wäre man einfach besser dran gekommen. Aber so sieht das doch schon ganz gut aus hier. Unser kleiner Spieldrache. So, dann arbeiten wir halt hier vorsichtig noch so ein bisschen von hinten. ...48 Schritte. Verrückt. Ja, angebaut haben wir jetzt schon. Ich glaube, wir sind fertig. Also, das gefällt mir nicht. Nee, das gefällt mir nicht. Da müssen wir noch was machen. Das, nee. Aber warum? Ach, weil das eigentlich hier noch so rumgeht. Ich weiß es nicht. Deckkraft erhöhen. Ich brauche deutlich mehr Größe. Und dann können wir das hier noch so anpassen. Halt, Airbrush nicht. Da pinsel ich mich doch dumm und dämlich. Ja, schon besser. So, und das geht dann hier so rüber und läuft dann langsam so hier hoch. Okay. Noch irgend so eine grobe Patzerstelle? Nee, eigentlich nicht. Ja, das sieht auf jeden Fall besser aus. Ich würde sagen, Projekt abschließen. Wie Sie sehen, oh, sehen Sie nichts, da ist er. Fernöstlicher Drache. Hübsch, super, 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 super.
Ich würde sagen, das haben wir richtig super gemacht hier. So, aber der kommt doch jetzt auf einen schönen Platz in unsere Vitrine. Also jetzt mal ehrlich, das ist ein Modell vom Opa. Das würde ich auch nicht anders machen. Ich würde das tatsächlich tauschen mit den Dingen. Herausnehmen. Und wird den... Passt nicht in diese Vitrine. Hilfe, ich möchte den Drachen aufstellen. Dahin passt er. Okay. Platzieren. Dann darfst du wieder dahin. Platzieren. Jetzt lesen wir mal noch die E-Mail, die wir hier bekommen haben von der lieben Joy. E-Mails. Ich hoffe, du genießt deine Zeit in der Werkstatt. Ich bin fast ein wenig neidisch. Naja, vielleicht nicht nur fast. Auf ihre erstklassige Ausstattung. Ich wette, man kann dort Stans Anwesenheit förmlich spüren. Ich hoffe, du weißt, dass die Werkstatt gut... Ich sollte nicht mehr so viel lesen heute. Ich hoffe, du weißt, die Werkstatt gut zu nutzen. Wie geht es mit dem Modell voran, das ich dir geschickt habe? Hast du dir die Nachricht durchgelesen? Ja, das habe ich. Das Modell sieht übrigens fantastisch aus. Wie, es sieht nicht allzu... Nein, der Drache ist cool. Wie, ich krieg eine Belohnung. Ich wusste, dass du es schaffen würdest. Dein Großvater hatte den Mut, sich der Herausforderung zu stellen, anstatt das Ganze einem professionellen Modellbauer zu überlassen. Wie dem auch sei. Ich habe über seine Nachricht nachgedacht. Für mich hatten Stans Werke immer etwas Einzigartiges. Aber erst jetzt verstehe ich wirklich, wie viel Leidenschaft und Talent er in seine Arbeit gesteckt hat. Ein Meistermodellbauer wie Stan wird es nie wieder geben. Wir sollten nach seinen anderen Modellen suchen und versuchen, seine bedeutendsten Werke zusammenzutragen. Ich habe auch schon eine Idee, wo wir das nächste finden können. Wie wäre es, wenn ich dir helfe, sie zu finden? Wir könnten gemeinsam auf Schatzsuche gehen. Wäre das nicht toll? Ich melde mich, sobald ich etwas in Erfahrung bringe. Stufenaufstieg, Stufe 2 erreichen, dadurch neue Gegenstände im Shop freigeschaltet. Ich hoffe ja jetzt, dass wir jetzt hier im Shop Bausätze haben. Nein, haben wir noch nicht freigeschaltet. Wir können noch keine Bausätze kaufen, okay. Eilauftrag von Harry. Was sich dahinter verbirgt, das sehen wir beim nächsten Mal. Tschüss.